Tja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, AKG K550. Die Kopfhörerpolster wechseln. Geht nicht? Ja, geht doch. Ihr seht, einen habe ich schon gewechselt. Kann man günstig bestellen auf Amazon. Und lassen sich eigentlich auch recht einfach wechseln. Zieht das alte einfach ab. Ist halt natürlich doof mit einer Hand. Sehr, sehr doof sogar. Ja, die haben schon ordentlich gelitten. Löst sich das ganze Zeug schon auf. Lässt sich nicht mehr schön tragen. Hinterlässt immer dieses Plastik, Synthetik, Kunststoff hier, Zeug da, Chemie, Scheiße, immer im Ohr. Ja, der hat schon richtig gelitten hier auf der rechten Seite. Na gut, links und rechts steht zwar nicht mehr drin, aber. Tipp, linke Seite ist da, wo das Kabel ist, ganz einfach. Und zwar braucht man nur dieses hier an der Seite, hier an dieser Stelle hier. Ja, so rumdrehen, ne? So einmal hinterhaken und rumdrehen. Bis das Ganze dann halt komplett ist. Und das sieht dann ungefähr so aus. Also quasi fast original. Ja, packe euch den Link. Gibt es über Amazon in dem Fall zu bestellen in die Videobeschreibung. So, ja, jetzt habe ich die komplett gewechselt. So, nach dem ersten Aufsetzen fühlen die sich ein bisschen härter an. Das kann da jetzt aber auch täuschen, weil die ja schon eine Weile runter sind. Also mal gucken. Also wenn ihr da Interesse habt, wie ich vom Klanglichen her jetzt vielleicht für sich was verändert hat oder so, kann ich dazu noch mal ein Video machen. Aber im Moment ist es natürlich erstmal geil, würde ich mal sagen. Ich meine, die sind verdammt günstig. Und bevor ich mir neue Kopfhörer hole, was ja Quatsch wäre, weil die sind absolut ausreichend hier. Ich weiß nicht, ob diese original sind. Ich glaube mal eher nicht, weil original haben die ja rechts und links hier drin stehen. Immer eine feine Sache. Ja.